Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft FeeCBs Infinity Evolved Expert Mode Skyblock. So, heute habe ich etwas ganz Besonderes vor, und zwar wollte ich mich einmal um die sogenannten Harvester kümmern für unseren wundervollen Turm de la Beefredington. Das war französisch für irgendetwas. So. Wieso brauchen wir Harvester für den Beefredington-Turm? Naja, ich habe nicht so wirklich Bock, das alle 2 Minuten abzufarmen. Und man könnte jetzt irgendwie mit einer anderen Methode noch voranmachen. Eine Methode über das Horn of the Wild mit dem autonomen Activator, aber das sehe ich als schwachsinnig ein. Ich habe erstens keinen Bock die ganze Zeit auf die Töne. Und ich glaube, wenn wir so mit dem Harvester arbeiten, reicht das schon. Hoppala, gib mir mal das Schwert wieder. Geht doch. So, auf jeden Fall. Oh, sind das 7 Stahlblöcke? Oh, oh. Ja, wie machen wir jetzt voran? Erstmal das Jetpack mitnehmen. Ist schon aufgeladen. Müssen wir bei Zeit nochmal upgraden. Das ist ja nur das letzte Don. Also da wird schon irgendwann gerne auf die Flux-Jetpack raufgehen. Also hier das Tier 5 müsste es sein. Ja, da hat er kurz den Turm gesehen. Das ist eigentlich nichts Besonderes bisher. Der ganze Aufbau. Stromprobleme haben wir leider immer noch. Also da müssen wir wirklich voran machen. Aber wenn der Turm generell einmal steht, hier, da seht ihr das, ist es schon alles drin. Soja, Weizen, Spinat und die Mushrooms sind alles drin. Bisher werden aber nur die Sojabohnen verarbeitet und die auch noch nicht so richtig. Aber naja, ich zeige euch mal ganz kurz Beef verlinken. Da seht ihr einmal kurz Raw Beef, also Firmtofu, Dough. Also Teig, Spinat und Pilze. Dough ist eigentlich auch nichts anderes als Weizenmehl, Wasser und Salz. Also alles, was man so mal schnell herstellen kann. Hier, die Seeds sind alle schön auf 10, 10, 10, dass wir natürlich auch 4 rausbekommen. Ups. Ich weiß nicht, ob man das gerade gehört hat. Ich muss aber nochmal ganz schnell. Da sieht man auf jeden Fall auch nochmal ein Channelier, weil vorher sind auf der Ebene von den Mushrooms immer Monster gespawnt, ist nicht wirklich teuer, das sind 2 Gold, 1 Diamond und 4 Fackeln. Ich wollte da jetzt nicht so unbedingt arbeiten mit den Magnum Torches ohne Hexe. Welche selten an, Dick, stirb mal bitte. Tschüss, Fledermause, Flatter. Ja, ich will hoffen, dass man es nicht gehört hat, aber ich wurde gerade eben auf WhatsApp angeschrieben. Ich hoffe, dass man das jetzt über hier Dingenskirchen El Maximo Audacity nicht gehört hat. So, wir haben auch schon mittlerweile einiges angefangen. Also es wird dringend Zeit, dass wir mal zum ME-System kommen. Also speichermäßig sieht das ein bisschen nervig aus. Aber auf jeden Fall ist erstmal weiter mit den Harvestern. Die brauchen Set Logic Controller, Dark Access, Machine Chassis von End.io. Also wir brauchen Set Logic Controller, 4 Stück, also brauchen wir 4 zum Köpfe. So, geht doch. Dann, was brauchen wir noch? Solarium, Silicon und Redstone. Sollten wir haben. So, nehmen wir mal das Soul Sand mit. 8 Stück brauchen wir. Ja. Und dementsprechend noch ein bisschen Redstone. Und ein wenig Gold. Wenn man gerade was im Hintergrund gehört hat, das ist mein Hund, der sich gerade ein bisschen streckt und bestimmt nerven, oh, du passt dir halt die Fresse, ich will schlafen. Was mach ich da? Hallo, du Spacko. Du musst doch. Boy, manchmal riecht mich der Typ tierisch auf, ne? Euch auch? Wenn ja, kann ich's verstehen. Was los, Robby? Gut. Und geht wieder. Stahl haben wir jetzt auch. 18 mal die 18 Stück für Dark Access. Das geht langsam echt aus. So, was? Silicon Mob. Ja. Da wollte ich hin zu den Inventory und Chatting Settings. So, Silicon. Aber schon ein bisschen über ein Stack Plutonium. Auch schon so 20 Mocks. Also, wir können bald richtig losregen. Loslegen. Ja, generell, wenn das ME-System jetzt auch fertig ist, hatte ich geplant, dass wir dann uns auch erstmal um die Magie-Mods kümmern. Also, bisschen Autocrafting möchte ich schon noch machen, so ist es nicht. So generell die Autocrafting-Geschichte, ordentliches System, dass wir auch ordentlich Zugriff darauf haben. Vielleicht will ich ja mit dem Streetdigger was zusammen machen, weiß ich noch nicht.
Hängt halt davon ab, ob er Zeit hat, weil, ehrlich gesagt, ich habe Zeit. Er, naja, geht arbeiten, hat eine Familie. Ja, dem geht es da momentan was besser als mir. Ja. Wie gesagt, man muss halt. Oh, da fehlt eine. Moment mal. Eine Axt fehlt. Ja, auf Solarium müssen wir. Solarium oder Solarium müssen wir gerade noch warten. Ja, genau. Die Wooden und die Stone Axe haben normale Haltbarkeit. Dann lassen wir doch gerade so eine machen. Ich will mich. Du hast doch Sticks. Da ist gerade wieder richtig schön dieser Zuschauermodus. Du nimmst es auf, du peilst gar nichts. Du machst das falsch, da hast du, kannst du was verbessern, da geht das besser. Das finde ich immer wieder genial. So, Steinaxt rein. Was ist jetzt? Ich tue mal so, als wüsste ich, was da gerade los wäre. Ah, ich glaube, ich erinnere mich. Oder? Bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Ich hatte auf jeden Fall in einer Folge mal, die ich aufgenommen hatte, habe ich eine Explosion gehört. Und ich wusste nicht, woher die kam. Ich wusste nicht, ob überhaupt irgendwas explodiert ist. Es kam einfach so ein Explosionsgeräusch und das war's. Es ist aber nichts hochgegangen. Es kann sein, dass das gerade da war. Ja, es regt mich immer noch tierisch auf, dass ich jetzt alles nachsynchronisieren darf. Aber naja. So, wo ist jetzt das Problem? Wieso rennst du jetzt schon wieder rum wie ein Vollidiot? Also, so wie immer. Ohohoho. Also, der holt sich ein bisschen Charcoal. Einmal in eine Sackmühle. Ja, okay. Macht da gerade neuen Stahl. Oh, da habe ich auch noch Glowstone. Oh, schön viel Dark Steel. So, zwei Dark Axes haben wir. Dark Äxte. Ja. Solarium ist auch schon mal fertig. Also ein Set Logic Controller haben wir. Der zweite ist on the road. Alter, sieht das geil aus mit dem Mario-Wender da. Mit diesem Auge, das sich so beobachtet. Ja. Boah, ich sehe gerade so richtig schön auf die Draconic-Werkzeuge da rechts und ich wünsche mir nur einfach, ich hätte sie schon. So einen schönen Staff of Power, ne? Okay. Schauen wir uns das mal den Mini-Controller an, wie es da aussieht. Generell das Rezept an sich. Skystorm-Blöcke kann man sofort herstellen. Engineering-Prozessoren, ja gut, da braucht man einen Inscriber. Der wird folgendermaßen gemacht. Es ist okay, Machine Frame, Resonant, Pure Status Quartz und Overclocker-Upgrades. Das ist alles kein Problem momentan für uns. Pure Status Quartz ist ja ein bisschen sehr nervig, weil es noch lange dauert. Pure Flux Crystal halt dementsprechend auch. Und das ist es eine Wege. Was wir aber schon machen können. Lumps of Galgador. Ich meine, Dia-Blöcke, Glowstone haben wir. Enriched Solarium, ja gut. Jetzt bin ich gerade gar nicht sicher, ob ich das schon habe. Glowstone und Uran. Ich meine, Uran können wir easy herstellen. Wir haben ja keine Ahnung, wie viel davon. Da könnte ich eigentlich demnächst auch noch was upgraden, fällt mir gerade auf. Ja, wenn ich das umbaue, werde ich wahrscheinlich noch daran was arbeiten. So, auf jeden Fall. Wenn wir das haben, wir brauchen halt ziemlich viel Iridium. Iridium Reinforced Place. Aber das ist nicht so wirklich das Thema, glaube ich, momentan. Wie sieht das aus? Mit mäßig Yu-Yu Matter. 21.000 Buckets. Ja. Und es kommt ja immer noch stetig rein. Ich meine, alles, was wir momentan nicht so wirklich an EU aufbrauchen, flitzt da ja einfach so rein. Ja. Oh, da ist schon wieder das Eisen alle, oder? Jawohl. Muss ich gleich nochmal ein bisschen was nachlegen. Aber naja, das ist ja wohl kein Problem. Mal kurz das Mikro ein bisschen näher gestellt. Ich sehe gerade so ein bisschen die Ausschlagskurve von Audacity. Die ist an einigen Ecken so schon ein bisschen sehr schmal. Bin mal gespannt, wie das jetzt hier abläuft. Ob das auch wirklich so ganz gut ankommt. Wir machen weiter. Ich weiß nicht, was ich mache. Aber das ist ja auch standardmäßig so. Das raus, das raus. Das rein, das rein. Boah, mach voran, Opa. So. Steelingots. Wieso mache ich gerade? Für was mache ich das gerade? Ich weiß es gerade nicht.
weiß gerade ganz ehrlich nicht. Der nächste Z-Logic Controller und der letzte. Ja, da muss ein Impuls-Item-Duct hin, ganz bestimmt. Komm. Zack. So. Was machen wir denn als nächstes? Anscheinend blöd herumlaufen. Boah, da habe ich noch jede Menge Eimer und das. Da kann eigentlich recyceln. Da habe ich doch noch Stahl. Boy. Alter, das tut manchmal weh, ne? Wie haltet ihr das aus? So, ein bisschen Obsidian mitnehmen. Da werde ich vielleicht demnächst auch nochmal ein bisschen verbessern. Ich schmeiß mal einen Pulverizer, es geht ja wohl wesentlich schneller und zieht wesentlich mehr RF. Komm schon, Gott, Baby. Das schaffst du. Ich glaube an dich. Du musst nicht mehr lange aushalten. Komm schon. Das schaffst du. Ja, das schafft er. Das schafft er locker. Das, ich hoffe doch, dass er das schafft. So. Boah, der Tower sieht ein. Ich glaube, sowas habe ich noch nie aufgebaut im Projekt, oder? Also klar, ich habe halt schon mal Energie produziert in normalen Infinity. Da hatte ich ja hier die Fleischbarren einfach verarbeitet, aber ganz ehrlich, so habe ich noch nie Energie produziert. Dass ich wirklich effektiv darauf abziele. Ich meine, das war ja nur so nebenbei was. So, mal kurz zusammenrechnen, was eh wieder falsch sein wird, weil ich Mathe doof. Ja, 24 müssen es sein und ja, da geht er dabei nicht rein, Kumpel. Oh, wir finden Iron. Damn, damn. Man muss Rechenstick, wollte ich gerade sagen. Kann man das da dran machen? Natürlich nicht. Gut. Wir haben noch zwei Darksteel. Was machen wir jetzt damit? Wir rennen, glaube ich, erstmal zurück zur Truhe und schauen, was wir noch alles haben. Crushed Obsidian. Was zum Henker machst du da? Ich trau dem Buben nicht, der klaut bestimmt auch überall. Na? Okay. Wir machen anscheinend ein paar Refined Iron Plates. Zwar gerade keine Ahnung wieso, aber... Ah, Machine Frames. Stimmt. Ja, ich erinnere mich. Die Harvester brauchen ja die Machine Frames, sondern von denen hatte ich nicht mehr allzu viele. Musste mal gerade ganz kurz ertrinken. Wieso ist da Blut drin? Ich frage es gar nicht. Ich frage es besser, gar nicht. So. So. Einmal Zinn. Kennst du Zinn? Das ist der. Mir fällt echt gerade kein blöder Spruch ein. Kennst du Zinn? Ist der kleine Bruder von Zinus. Boah. Alter, der tat jetzt gerade heftig weh. Boah Gott. Einmal bitte den letzten Rest an Energie rausquetschen, was geht. 320 RF pro Tag, ja. Das geht schon klar. Aber könnten wir demnächst auch mal größer aufbauen? Boah, freue ich mich schon, wenn wir den Mass Fabricator und so weiter ordentlich mal aktiv bauen. Also auch wirklich hier effektiv drauf achten, denn momentan produzieren wir das ja nur so nebenbei. Ich meine, alleine schon, weil wir es brauchen, ist ja klar, aber nicht nur, weil wir es auch brauchen, sondern habe ich es erstmal aufgestellt, sondern eher so früh wie möglich. Und ich sah da halt erstmal so früh wie möglich. Ich meine, die Reaktoren quetschen jetzt gut Energie aus. Du. So. Ja. Signalum-Nuggets. Zwei Capacitor. Und dann sollten wir jetzt eigentlich auch schon alles dabei haben für... Lumium fehlt auch. Ja. Boah, ich weiß gar nicht, wie sehr ich mich auf dieses Auto-Crafting freue.
Einfach so. Mach mal bitte, ja. Mach mal bitte das Silicon da rein. So, ich muss ganz kurz schauen, wie lang. Oh, die Folge ist schon gut vorbei. Bei 15 Minuten. Also so roundabout 15 Minuten. Ja, jetzt war das auch Weihnachten, ne? Wie freut ihr? Ja, wie freut ihr euch darauf? Boah, Alter, ey. Freut ihr euch schon drauf? Also, ich bin ehrlich gesagt, ja. Freue mich schon mal so ein bisschen runterkommen, weil. Bin ehrlich, mein Leben verläuft in letzter Zeit nicht so wirklich, wie es mir gewählt. Ich meine, wer freut sich schon darüber, arbeitslos rum zu Hause rumzusitzen? Klar, gibt bestimmt welche, die jetzt denken, ja was, ist doch voll geil, schön gechillt zu Hause sitzen, kannst zocken. Ja, einerseits schön, andererseits, ich bin jetzt seit knapp einem Jahr arbeitslos, ich hab halt keinen Bock mehr. Ich bin ein Typ, der muss arbeiten gehen. Also ich brauche eine Beschäftigung, ansonsten verdrehe ich durch. So, man könnte jetzt meinen, ja, macht doch YouTube zu deiner Beschäftigung momentan. Würde ich gerne. Wisst ihr, was das Problem ist? Das war der Fall der Internet. Die ganz, also wir beziehen unser Internet über 1&1. Hatten auch schon mal angefragt, wie das da aussieht vom Thema her. Ja, wie sieht das mal aus mit einer besseren Leitung? Wir sind jetzt in, die ganze Stadt wird schon ausgebaut und wir hängen immer noch hinterher. Ja, weißt du, was das Problem ist? Richtig. Die ganze Stadt ist komplett ausgebaut. Bis auf eine einzige Straße. Dreimal dürft ihr raten, welche. Richtig, meine. Finde ich dann schon ein bisschen sehr nervig. Wir hängen teilweise noch mit der. Also, ich habe eine 16K-Leitung. Ich meine, klar, das ist an einigen Ecken. Kann halt schon mal so was mehr sein, als man. Ich bin froh, dass wir es überhaupt haben. Ne? Muss mal ganz kurz hier so mein Bildschirm wieder anschließen. Hallo. Ja, ist mehr als irgendjemand anders vielleicht, also so, ja, das war jetzt ein Kackbeispiel, aber so ein kleiner Junge in Afrika hat vielleicht kein Internet. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich damit meine, oder? So, und naja, was ich ein bisschen traurig finde, wir leben jetzt im 21. Jahrhundert, so ein bisschen im Zeitalter der Informatik und es kommt nichts rüber. Das finde ich ein bisschen traurig, bin ich ehrlich. Ja. Die. Da kommt Gold hin. Die Z-Logic Controller. Das habe ich da schon wieder. Ja, machen wir mal so. Ich glaube, auf einen könnten wir auch verzichten im Notfall. So, die Z-Logic Controller kommen dahin. Und wir brauchen Plastic Cheats. Können wir die noch gar nicht herstellen? Plastik? Doch, wird es da. Okay. Du gehst aber nicht rein. Ja. Und das Schöne ist, wenn ich momentan ein Video hochlade, dauert das mal ganz und gerne so gut um die 3 Stunden. Und das Schöne ist, es blockiert dann so sehr, dass ich selbst kaum was machen kann. Klar, man könnte argumentieren, du kannst auch sowas im Singleplayer zocken und sowas. Tue ich auch, aber es ist langsam scheiße langweilig. Deswegen habe ich mir gesagt, komm, du lädst einen Tag komplett, lädst du 2 Videos hoch, dass du dann ein paar Tage was ruhiger hast. Oh, da habe ich noch das Rezept von Beef Ennington. Bisschen cooler Sawdust. ja. Generell würde ich auch sagen, wenn irgendwie mein Internet mal besser wäre, da warte ich die ganze Zeit darauf, dass es mal ausgebaut wird. Ihr müsst mal bedenken, vor einem Jahr, wirklich genau vor einem Jahr, wurden hinten schon bei uns, wurden schon neue Leitungen verlegt. Die sind verlegt. Das Problem ist, die sind einfach nicht freigeschaltet. Und das ist das, was mich an 1&1 nur noch so tierisch anquatzt. Ich habe mir das mal genau angeschaut. Die müssen wirklich nur noch so Knopf drücken, fertig. Ja, ich bin jetzt gerade Rubber am Suchen, da habe ich sogar noch Plastic Sheets, sehr schön. Was mich einfach so tierisch ankotzt, die müssen einfach nur einen Schalter umlegen. Einfach nur so Knopf, damit eine Leitung aktiviert wird. Aber das machen die einfach nicht.
Ich würde lieben gern was mehr mit YouTube arbeiten, wirklich mehr hochladen. Bin ich ehrlich, würde ich sofort anfangen. Ich würde liebend gern mal wieder richtig anfangen zu streamen. Ich habe ja damals so eine kurze Zeit gehabt, kurz bevor mein Internet so schwach wurde. Also, ich würde sogar ganz ehrlich sagen, heute so zu streamen, das könntest du vergessen. Da fehlt jetzt noch etwas. Und zwar Firewater. Ne, Rocket Fuel. So, 1, 2. Da. Wir brauchen noch Stickies. Ja, sehr schön. Und dann müssen wir das Rezept nur noch einmal machen. Und wir haben es. Drei Harvester haben wir. Alter, das tut so gut zu sehen. Das tut sowas von gut zu sehen. Vier Stickies. Und die letzten Dark Eggs. Wir brauchen, müssen jetzt eigentlich wirklich nur noch auf der Rocket Fuel warten. Ja, so, ich glaube, das ist in der nächsten Folge so ein bisschen weiter dann. Generell hier die Harvester können wir jetzt schon mal anschließen. Einen für Mushrooms, einen für Spinach, Spinat, Weed und Soja. Hatschka, Soja. Oh, die brauchen ja auch noch Strom. Gar nicht vergessen. Hierüber könnte ich das noch oben laufen lassen. Oh, dann muss ich noch hier. Kann man das irgendwie. Ich bin gerade überlegen. Boah, hier die Kabel tausche ich, glaube ich, jetzt mal komplett aus. Vielleicht reiße ich auch irgendwann mal die Wassermühlen ab. Wobei. Muss ich mir noch überlegen. So, aber generell würde ich jetzt sagen: Danke fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Lass ein Like da.